Herzlich willkommen zurück zum Ich recycle heute mal wieder ein bisschen Papiersimulator. Hallöchen. Hallöchen. Du bist wahrscheinlich immer noch am, du bist immer noch am... Na klar, ich bin immer noch am Sachen reinigen. Ich leere meinen SIF-LKW aus. Nee, ich habe ihn tatsächlich in der Aufnahmepause ausgeleert. Oh. Wie die aufmerksame Praktikantin. Ja, genau. Guck mal, da ist natürlich auch optimal, dass ich dich natürlich als Praktikantin habe, weil alles andere wäre natürlich auch, das wäre auch absolut nichts, ne? Da kannst du einfach, nee. Finde ich gut, dass ich dich hier habe und dich auch nur als Praktikant, der hüpft so witzig. Ja, ne, du bist für die Firma, weißt du, das eine ist, ich muss dich nicht so viel bezahlen, aber du musst trotzdem die Hälfte meiner Maschinen mitbezahlen. Das ist einfach, glaube ich, auch gerecht. Das war vorhin tatsächlich ein Bug im Spiel. Ah. War es tatsächlich, weil ich hatte da auch irgendwie Dreck auf der Straße, der in der nächsten Sekunde weggespawnt ist. Ja, da hat dann natürlich die Rechnungsabteilung bei mir im Unternehmen, die aus mir besteht, ja, aus Versehen mal von ihrem Konto abgebucht, das kann mal passieren, ne, das ist, nicht vom Firmenkonto. Ja, einfach mal vom Mitarbeiterkonto, ich meine, das ist aber auch, ja, wir waren halt gerade nicht liquide und dann muss man natürlich auch mal gucken, dass man dann halt einfach, ja. Tu mich aber auch. Zum Glück ist der Irrtum rausgekommen, das wäre ja schlimm geworden, wenn wir das nicht gemerkt hätten. Scheiße. ich hab's doch gehört. Nee, ist natürlich, also sowas, ich werde natürlich das in Zukunft, meine Mitarbeiter, die ich in dem Bereich bin, natürlich, wird das natürlich so prüfen, dass sowas dann nicht mehr vorkommt. Also ich würde das so prüfen, deswegen bin ich ja für den Teil dieser Prüfung auch zuständig, ja, ne? Ja, also prüfen, dass ihr das eigentlich mitbekommt und dann ist gut. Nee. Nächstes Mal einfach ein bisschen mehr aufpassen, mit. Ne? Ja. Ja, einfach ein bisschen mehr, besser gucken, das ist dann wichtig. So, ich lasse mal kurz hier vorstehen und dann, ach, guck mal. Ja, ich habe Arbeit abgeschlossen, Herr Schäfer. Ja, gut, dann. Ich habe wieder 100% geleistet. Ja, gut, dann kannst du mal gucken, was wir denn noch an Story-Quests aktuell haben. Was dann noch so am. Also, die meisten dürfen wahrscheinlich abgeschlossen sein. Ich bin gerade wieder in meiner minutenlangen Zwischensequenz gefangen. Ja, Straßenreinigung haben wir jetzt. Genau, also, eigentlich ist es nur noch Müllabholung. Ich mache gerade den Papiermüll. Den ja, eigentlich ist es nur noch Müllabholung. Okay, jetzt. Dann. Wir brauchen jetzt dann quasi, wenn wir die abholen, dann bekommen wir das Ansehen, oder? Mit dem Ansehen können wir die anderen Bereiche freischalten, habe ich wieder das falsch verstanden. Oh, sehr geehrter Kunde, wir haben bemerkt, dass Sie in letzter Zeit mehr Geld verlieren, als Sie verdienen. Können wir Sie für einen Kredit interessieren? Nein. Das ist aus deinem Buchungsfehler entstanden, weißt du? Ich würde nie Buchungsfehler machen. Ich bin ein guter BWLer. Was könnte ich da machen? Guck mal, Bömi, da dein gutes Zeug, ne? So, wunderbar. Du könntest mir nochmal verstopfte Rohre reinigen Quest geben. Verstopfte Rohre reinigen? Wo bist denn du gerade? Am anderen Ende der Stadt, aber das ist... Ja, das passt, das ist okay. Es ist gar nicht so weit weg von dir. Perfekt. Da haben wir ganz viele goldene Ausrufezeichen, Fragezeichen, die werde ich gleich mal abfahren, aber ich glaube, dafür werde ich mir ein kleines Fahrzeug snacken. Mhm. Weil mit dem kann man so ein bisschen besser cruisen. Guck mal, das ist einfach ein Papier-LKW. Also du brauchst einen Saugwagen, ne? Ja, und ich bin aktuell im... Wie hast denn du den geparkt? Da ist halt einfach dahinter... Guck mal hinter dich. Da waren die Müllplätze. Da Sweet. Waren Mülleimer. Ah, du brauchst... Du den drin. Brauchst du, ne? Ja. Ich gehe mal eins weiter. Dann nehme ich den Kehrer. Jetzt bin ich im Grünen. Genau, du bist gleich da. Ist nicht mehr weit. Wenn der Algorithmus so irgendwie... Jetzt bin ich im großen Saugwagen. Nee, das eine ist der Saug- und Pumpwagen. Ah, ich habe doch keine Ahnung von dem Zeug. Ja, den wollte ich haben. Oh, ich bin sogar direkt so. Am Ziel. Wasser, ich könnte sogar theoretisch, wenn ich jetzt was in der Nähe finde. Ach, guck mal, ist direkt in der Nähe. Ja, gut, dann nehme ich den mal an. Dann kann ich ein bisschen selber mitarbeiten. So. Dann pack mal Chefe mit an. So, hier war doch ein Fragezeichen. Wo ist denn das Fragezeichen? Ach, da. Gib mir ein Fragezeichen. Fragezeichen. Wir singen. Hubba, bubba, bubba, tätere. Hubba, bubba. Gesponsert von ihrem, so. Gesponsert von Schnabi und KKG. Ja, auf jeden Fall, unser Unternehmen. So, dann haben wir jetzt da rechts ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Das klappt nicht so. Ich würde, Alter, das gibt das Damage. Ja. Eieieiei, gibt das Damage, okay. Das ist natürlich... Das nicht nachlassen war übrigens von mir. Ja, ja, ich habe auch nichts geschafft. Also war mir klar, dass ich das so... Also, was heißt ein Ausrufezeichen nochmal?
Neuer Auftrag. Okay. Ja, ich kann ihn gar nicht annehmen. Ach doch, indem ich den angeguckt habe, genau, das weiß ich. Indem ich ihn angeguckt habe, ist der quasi mehr oder weniger aktiv und immer annehmbar. Weil da war kein Job annehmen Knopf und deswegen hat mich das etwas irritiert. Genau, wenn du schon eine Story-Quest angenommen hast. Ja, genau, ich wollte die auch gar nicht annehmen, ich wollte die ja wirklich nur aufdecken, von daher, das war ja... Genau, oder aber noch gar nicht die ganze Aufgabe erledigen kannst, sondern nur schrittweise, dann... Also dann nicht die große links, sondern die kleine zweite links, okay. Industrial Park. Nee, da wollen wir eigentlich nicht hin. Hui. Ach ja, mal ein bisschen Straße kehren heute. Können wir uns echt den... Ach nee, wir müssen mal freischalten, die großen Fahrzeuge. Da war ja was. Wo geht's jetzt hier weiter? Tatsächlich da links. Was ist denn das Grüne eigentlich? Was ist das? Weißt du, was das ist? Guck mal, was das ist, wenn das hier so grün ist. Das zeigt nur an, wo du dann hin musst. Also wo die Zeitquest dann wäre. Aha. Okay. So. Dann klappern wir euch mal alle ab. Straßenreinigung hätten wir hier ganz viel. So, das wäre halt leider hier direkt im Eck. Was heißt leider? Das wäre hier direkt im Eck. Warum habe ich denn jetzt Saugwagen-Quest eigentlich? Auf aktiv setzen. Ja, aber gerade sagen, das ist nämlich hier alles um die Ecke. Oh, habe ich schon voll vorbeigefahren. Direkt der Schmodder hier, okay. Wie ging das nochmal ausfahren mit? Ich will mal kurz gucken. F und U. Fu. Ja, Fu, so habe ich es mir auch gemerkt. Aber okay. Wenn du eine Saugwagen-Quest hast, ja. Ist doch für mich. Ja, ich hatte die nur bei mir auf aktiv. Ach so. Ja, die hab schon ich. Naja, alles gut. So, nicht nachlassen. So, mal Fu und dann machen wir weiter hier. So, immer schön nebenher so ein bisschen arbeiten. Ja, 15% für einen beschissenen Fleck, das ist, ich weiß nicht, mit dem Saugwagen, das ist nicht mein, mit dem... Der große Straßenkehrer ist besser. Genauso wie der große Teerwagen auch durchaus mehr Kapazität hat. So. Teerwagen. Oder der ACT-LKW. Ich weiß immer noch nicht, wofür ACT steht, aber es ist das, womit du Sachen teeren kannst. Angriffs... Keine Ahnung. Angriffsteam... Käsekuchen. Käsekuchen mit C-LKW. Ja, Cheesecake. Cheesecake. So, guck mal, wir sehen uns gleich. Angriffs-Teer-Cheesecake-LKW. Ja. Die setzen sich dafür ein, dass Käsekuchen so behandelt werden, dass sie nicht irgendwann aussehen wie Teer. Dein Treibstoff geht zur Neige. Meiner? Nee. Doch. Die Meldung nicht gekriegt. Ich habe gerade die Meldung bekommen und mein Tank ist aber voll. Nee. Links kleines unten. Kehrfahrzeug. Ja, ein bisschen. Ja, gut, das ist ein bisschen da. Das ist halt. Nee, du hast auch voll, hä? Ich habe gerade voll getankt. Ach so. Höhö. War die Meldung doch nicht so unbegründet? Was? Nein, natürlich war sie unbegründet. Kritik ist immer unbegründet bei mir. Huhu. Bist du da? Nicht in mich reinfahren. Nein. Brauchen Sie Arbeit? So, ich bin fertig. Schauen Sie mal, ob Sie Arbeit finden, die Sie gerne machen würden. Oh, da steht Ach, das machst du? Ja. Straßenreparaturen kann man auch nicht machen. Ja gut, ich bin jetzt die ganze Zeit an die Leute da abklappern. Ne? Ich habe hier gleich nochmal, Ich kann eine Müllabladung im Industrie, eine Müllabholung im Industriepark machen, wenn du willst. Ist es eine Zeitquest? Ja. Dann musst du aber müssen wir halt schnell sein. Zeitquests. Warte mal, ich ganz guck mal, unten. Weit du in der Nähe bist. Müllabholung Industriepark. Das ist aber, ja, das ist eigentlich okay. Ja. So, dann haben wir das auch nochmal hier und dann haben wir jetzt eigentlich mal wieder hier einen ganz groben, guten Überblick über die... Fahre ja. Zur schmutzigen Straße. Ist das auch ein Teil der Reeperbahn, die schmutzige Straße, oder? Och komm, der du war bist gut. Mir einen witzigen. Eins witzigen. Achtung, ist das auch siffig hier, Mensch. Wie gingen denn die Lichter nochmal an mit...
Mit L. Lichter mit L und die Signalleuchte mit P. P wie Signalleuchte, ja. Ja, tanken ist Luxus. Hast du auch schlechtes Wetter? Überall schlechtes Wetter, ja. Ausrufezeichen. Ja, richtiges Fahrzeug. So, puh. Jetzt muss ich ja erstmal wieder rauskommen. Oh, das ist aber ein ganz schöner verteilter Dreck, ne? Ja, die haben sich Mühe gegeben. Okay. Immer gerade so kehren, dass es... Und du hast sie mir wieder so richtig fast zugemüllt hinterlassen. Ich bring die nachher nicht weg, wenn sie nicht ganz voll sind. Das macht wenig Sinn. Also, wenn die nicht ganz voll sind, dann macht es wenig Sinn, die wegzubringen. Hast ja recht. Hui, hui, hui. Muss mich wieder an das große Fahrzeug gewöhnen. Oh, und alsbald war das Wetter wieder besser. Geil. Dieses blöde Ding ist nach einem Auftrag halt echt auch voll. Oh. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich hoffe, das sind nicht mehr allzu viele Straßenkehraufgaben. Die machen gerne ganz viele Straßenkehraufgaben, aber wenn wir genug EP im Straßenbereich haben, dann können wir die großen Fahrzeuge freischalten und die sind deutlich angenehmer. Ach, hier ist der Müll. Ha. Hat der auch eine breitere... Okay, das war dämlich. Ich glaube, der kann auch mehr als das andere, ja. Also hat einfach eine breitere Kehrfläche. Gut, der ist auch allein schon breiter vom Aufbau her, ne? Der müsste eigentlich allein schon... Oh, jetzt muss ich wenigstens 3 mm nochmal durchfahren, oder was? Wie, das war schon ein bisschen mehr, was da noch liegt. Ja, habt ihr recht. So, geil. Genug Einwohnerzufriedenheitspunkte um einen neuen Alter. Oh, und wir haben Erfahrung erhalten. Guck dir mal an, was wir im Fertigkeitenbaum bekommen haben. Jo, ich brauche ein bisschen Büroarbeit, ne? Ich glaube, du bist eh weit weg. Soll ich dich kurz mal unterstützen? Nee, Quatsch. Mach du einfach deinen Kram da. Ist gut. Ich würde aber gerne mitgucken. Ah, genau, du kannst jetzt entweder Abschleppdienstleister oder Gärtner werden. Achso, und wir wollen was freischalten. Ja, der Straßenkehrer, genau. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir entweder einen großen ATC für Teer. Okay. Wir haben jetzt genug Straßen gereinigt. Ich hoffe jetzt mal auf Teeraufgaben. Es kommen trotzdem Straßenreinigungsaufgaben, aber... Aber das wird den großen Teerer. Wir haben jetzt den kleinen, dann brauchen wir den nicht ersetzen, sondern kaufen einfach gleich den großen von den anderen. Du wirst es nicht glauben. Der große Teer ist für den Anfang rentabler als der große Kehrer, weil du kriegst zwar beim Kehren gerade schon einen Wolf, aber glaub mir, Teeren ist schlimmer. Wir werden jetzt auch noch mehr Teeren, weil wir haben jetzt ja gerade nur frisch das andere gemacht. Was wollen wir werden? Wollen wir Gärtner oder Abschleppwagenfahrer werden? Das machen wir aber erst Abschleppwagenfahrer später. Ist richtig nervig, wenn du mehrere Autos abschleppen musst. Aber Gärtner ist schon cool. Nehmen wir mal Gärtner. Gärtner ist cool. Du bist halt dann am anderen Ende der Stadt. Ja, das ist jetzt erstmal egal. Wir machen jetzt erstmal die Arten von Aufgaben fertig und dann mit 74% kann man den auch mal ganz kurz zur Station, also zum Abliefern fahren. Währenddessen werde ich die ein oder andere Story-Quest, die ich abfahren kann, mitnehmen. Genau, also ich bringe jetzt mal den Ranz hier weg in diesem Fahrzeug und dann nebenher nehme ich mal Quests an und tue die wir abgeschlossen haben, und so, was man halt da so macht. Nee, komm, ich mach jetzt hier keinen Auftrag. Quatsch. Ist zwar eine dreckige Straße, aber wir sind Story-Bitches, ganz einfach. Da steht jemand. Haha. Fragezeichen heißt ja, dass... Schon erfüllt wurde. Du holst dir nur die Belohnung ab. Geil. Oh, da vorne ist gleich das Nächste. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt hier mal ein bisschen mit meinem Fahrsimulator hier. 2012. Da mache ich den gleich mal wieder leer, damit du dich nicht beschwerst. So, noch einmal hier nach links. Dann ist doch jetzt jemand stehen, oder? Boah, lenkt sich aber auch so. Da ist jemand. Eine neue Aufgabe. Sieht mir nach Gärtnern aus, weil das sein Rasen ist. Tatsache, Senkgrube leeren und Rasen mähen. Okay. Dann fahren wir nochmal kurz hier zu dem Dingsy und dann haben wir ein bisschen was geschafft heute. Was haben wir heute gemacht? Ein bisschen gekehrt. Joa. Müll abgeholt, neuen Vertrag abgeschlossen. Genau, wir haben jetzt da viele Bereiche freigeschaltet. Nächstes Mal, wie gesagt, hier haben wir am Anfang mal so ein bisschen in der Gegend rum. Und danach fahren wir erst mit dem Gärtnern an, wenn wir so den Bereich ein bisschen abgeschlossen haben, dass wir einfach ein bisschen... Und Gärtnern, ihr dürft nicht zu viel erwarten. Gärtnern heißt wirklich...
Hecken schneiden und Rasen mähen. Leck. Warum kann man eigentlich den WLAN nicht das Fahrzeug abpumpen? Keine Ahnung. Das finde ich tatsächlich so ein bisschen schade. Also ich muss mich, glaube ich, ein bisschen von meinen Kopfhörern befreien. Also sie sind zwar sehr bequem, aber einen ganzen Tag lang, da streikt dann doch irgendwie. Oh, siehst du meinen Muskel? Ah, nee, du siehst ihn gar nicht. Mein muskulöser Hintern hier. Ja, ein muskulöser Frauenhintern. So, guck mal die Scheiße, die ich ablade. Die Ziegelsteine, die da rauskommen. Klar kommen da Ziegelsteine raus. Nein, der presst es wahrscheinlich. Also ich habe es mir so plausibel erschlossen. Der presst es da drinnen zu so kleinen Backstein-ähnlichen Dingen zusammen. Dann können wir ja zum einmal Folgenende machen. Dann kaufen wir uns nächstes Mal den neuen Kram da. Oh yes. Und ich nehme schon mal eine Zeitquest an mit... Es gibt noch gar keine Zeitquest mit... Ding hier mit dem... Also mit dem Dings-LKW da... Oh ja, gut, ich kann ja schon mal kaufen. Wobei, das machen wir nächste Folge. Wir haben mal Zeit. Story-Quest, nochmal kurz Überblick verschaffen. Papier recycling. Gut, sowas müssen wir einfach machen. Ah, Straßenreparaturen, da hätten wir das. Gut, dann mache ich doch... Ah, ich habe eine Idee. Ich nehme diesen Auftrag an. Annehmen und auf aktiv setzen. Dann mache ich jetzt die Straßenreinigung davon und danach gibt es quasi die Straßenreparaturen entsprechend mit dem großen... LKW. Machen wir so jo. Nächste Folge. Bis dahin. Mama tschüssi so. Und so, ne? Tschüss.